Yo Leute, ich komme gerade direkt aus dem Kino und zwar aus dem neuen Terminator Genesis. Vor knapp, was haben wir jetzt? Ich glaube, knapp einer halben Stunde ist der Film vorbei gewesen und es war Vorpremiere. Normalerweise sollte er erst morgen, wir haben heute den 8. Juli, also am 9. Juli offiziell in den Kinos laufen. Es war aber schon Vorpremiere in den Cineplex und ich habe ihn mir reingezogen. Und was soll man sagen? Also, er ist auf jeden Fall echt nicht ohne. Ich meine, man muss sich erstmal darauf einlassen. Es ist mittlerweile der, Moment, 5. Teil in der Terminator-Reihe. Und das Coole an sich ist, dass er einfach viele Aspekte aus den alten Teilen, gerade aus dem ersten und zweiten Teil, einfach mit aufnimmt. Und die Leute da draußen, die die Teile auch kennen, so ein bisschen zurückholt in dieses Feeling. Ich habe das letztens in meinem Review zu Jurassic World auch nochmal gesagt, dass da viele Aspekte drin waren, wo sich Leute aus Jurassic Park, die den Film mal gesehen haben, noch erinnern können. Ah, okay, guck mal, da ist eine Referenz dazu. Ähnlich ist das jetzt in Terminator Genesis. Ich meine, man muss da erstmal durchblicken. Das mit der ganzen Zeitreise hin, her, zurück, vor, gab es halt jetzt ein ziemliches Wirrwarr. Und jetzt ist es also so, dass Kyle Reese ja wieder zurück in die Zeit geschickt wird, so wie wir es ja aus dem ersten Teil kennen. Und sich jetzt aber in einer ganz anderen Timeline vorfindet, denn alle wissen irgendwie schon Bescheid, was abgeht, was kommen wird und sonstiges. Und das sorgt dann schon erstmal für den Zuschauer, der vor allem die ersten zwei oder allgemein im Terminator-Franchise nicht so unterwegs war, erstmal so dieses, okay, was geht ab? Aber selbst das ist gar kein Problem, denn der Film hat genug Action, Peng Peng und Rambazamba, was man sich halt von so einem Action-Hollywood-Streifen erhofft und auch wünscht. Und es ist halt Terminator. Da fliegt halt alles in die Luft, die Maschinen hauen sich gegenseitig auf die Mütze und das ist auch gut so. Ich möchte hier natürlich nicht zu sehr spoilern, was die ganze Geschichte und so und den Film an sich angeht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es für den Terminator-Fan da draußen, denke ich, schon ein Film ist, der ihm gefallen könnte. Ich meine, es sind bereits Kritiken im Internet aufgetaucht, die dann heißen, ja, er kommt niemals weit, weit Welten entfernt von dem ersten und zweiten Teil. Und ich sehe die Problematik dabei aber nicht. Teil 1 und Teil 2, also Terminator 1 und Teil 2, Tag der Abrechnung, Judgment Day, das waren Meisterwerke. Das sind Filme, die kann man so stehen lassen. Das war aber eine andere Zeit damals. Das sind Kultfilme. Heute schaut sich ein 13-, 14-, 15-Jähriger, wenn er sich die Filme von damals anschaut, der fragt sich schon auch, was ist das denn? Was ist das denn? Die heutigen Teile und jetzt auch eben der neue Terminator richtet sich natürlich an eine jüngere Generation, an die heutige Generation. Ich meine, der Film ist FSK 12. So eine Altersfreigabe gab es bisher in keinem Terminator. Viele Sachen sind dabei, die da auch dafür sprechen. Ich meine, der neue Terminator hat auch diesen Humor, den die alten Teile hatten, ein Stück weit mit drin. Orientiert sich dabei allerdings eher an Teil 3, der ein bisschen mehr humorlastig ist. Also, an der einen oder anderen Stelle im Film hat man sich schon gefragt, Moment mal, die haben jetzt irgendwie ernst den Stress, irgendwie Welts vor der Auslöschung oder vor der Ausrottung zu retten und dann kommen aber solche Szenen rein. Da fragt man sich erstmal kurz, okay, passt das jetzt so? Aber es ist okay, alles drumherum, meiner Meinung nach passt. Es ist ein Terminator-Film, es sind Maschinen am Start, Arnold Schwarzenegger ist am Start, ist allerdings halt auch die einzige Person, die da ein bisschen wieder Recognize-mäßig unterwegs ist. Alle anderen Schauspieler, sei es Kyle Reese, Sarah Connor oder John Connor, werden von komplett anderen Schauspielern gespielt, die bisher noch nicht am Start waren. Aber das ist nun mal so. Das ist, hast du auch in anderen Franchise so, in anderen Serien, da hast du jeden alle 10 Jahre irgendwie einen neuen Batman am Start oder einen neuen James Bond, der gespielt wird. So ist es eben jetzt bei Terminator, zumindest ist Arnold Schwarzenegger wieder mit am Start. Ja, und da kann ich den ganzen Hate, der da mittlerweile so ein bisschen im Internet auch auf englischsprachigen Seiten und sonstiges halt unterwegs ist, gar nicht so verstehen, weil, wie gesagt, es ist ein neuer Film für eine neue Generation mit Arnold Schwarzenegger, mit dem Terminator. Wir kriegen viele Aspekte aus den alten Teilen zurück, wo man schon sagen muss, hey, oh, cool, okay, auch wirklich die ein oder andere Szene, ihr kennt es ja auch aus dem Trailer vielleicht, oder habt den, wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt, schaut ihn euch mal an, da seht ihr auch die ein oder anderen Szenen, wie zum Beispiel mit den Punks, wo der Terminator kommt und sich die Klamotten holen will und sonstige Sachen. Das ist, viele solche Aspekte sind mit drin, auch viele Elemente, die alten Filmelementen, also aus Teil 1 und 2 ähneln, von der Darstellung her, von dem Setting, was gerade passiert, irgendwelche Kampfszenen und so, wo man sich denkt, okay, das kenne ich aus den alten Filmen, ist das vielleicht ein bisschen angelehnt, so ein bisschen so eine Cameo-Rolle, so ein Stück weit. Das finde ich eigentlich ganz cool und das gibt es auch mir als alten Filmkenner, auch von den alten Teilen, so ein bisschen dieses Feeling zurück, wo man sagt, hey, okay, da wurde auch wirklich an die Fans gedacht. Und wie gesagt, ohne groß zu spoilern, Teil 5 ist der Auftakt einer neuen Trilogie. Wurde bereits bekannt gegeben.
Terminator Genesis ist der erste Teil von insgesamt drei Filmen, die wohl einer noch im Jahr 2017 und sowohl 2018, wenn ich mich nicht irre, rauskommen sollen. Die nächsten beiden Filme werden wohl zeitgleich gedreht. Und mal schauen, was da noch kommt. Für den einen oder anderen mag es so sein, hey, das ist kein Terminator mehr. Aber die ersten zwei Filme, die Weltklasse waren, sind doch deswegen nicht tot. Also warum nicht die lieben und mit den anderen sich zufrieden geben, weil man sagen kann, hey, okay, Terminator gefällt mir, Sci-Fi-Action mit Arnold Schwarzenegger als Hau drauf, Cyborg, warum nicht? Warum nicht mehr? Ist doch okay, ist Unterhaltung, ist Spaß. Ich hatte Spaß, 2,5 Stunden, für mich hat es sich gelohnt. Gehe ich jetzt aus dem Film raus und sage, hey, das ist der beste Film des Jahres. Glaube ich nicht, weil es kommen noch einige Filme raus und es gab auch andere Filme, die gut waren, aber was ist euer bester Film? Es gibt Filme, die sollen einfach unterhalten und das war auf jeden Fall ein Film, der hat mich unterhalten und ich denke, ihr könnt ihn euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr mit Sci-Fi oder Terminator an sich was anfangen könnt. Ja, und wenn ihr mit dieser kurzen Kritik und diesem Review auch was anfangen konntet, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt doch mal unten in die Kommentare, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr davon gehalten habt und was eure Einschätzung dazu ist. Und wenn ihr zukünftig mehr solcher Reviews oder Kurzreviews zu aktuellen Kinofilmen haben wollt, dann schreibt das ebenfalls unten in die Kommentare und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, bei euer Ziel immer im Auge, ich bin erstmal raus, euer Lost. Peace out. Ich komme wieder. Was?